Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich möchte dir heute helfen, deine B12-Gesundheit auf ein absolutes Maximum zu erhöhen, sodass du erfährst, wo Fallen lauern. Wo Menschen mit hohen B12-Spiegeln trotzdem eine Art B12-Mangel haben können. Ein Paradoxon wird Realität. Kurze Zusammenfassung. Was erwartet euch? Beim Abbau von der essentiellen Aminosäure Methionin, eine schwefelhaltige Aminosäure. Aus unserer Nahrung entstehen schädliche Produkte. Diese werden mit Hilfe von B12 umgewandelt, zum Beispiel Homocystein, haben viele schon mal gehört. Dabei liefert aber Folat, Vitamin B9, den entscheidenden Schlüssel zur Veränderung der Reaktion. Dieses wird aber kaum erwähnt, dass B12 nicht arbeitet ohne B9 in der Reaktion. Du glaubst es nicht? Dann bleib mal dran und staune. B-Vitamine wirken oft synergetisch, doch in vieler Munde ist immer nur dieses eine Vitamin B12. Und das leider mit fatalen Folgen. Wieso ich unsere beiden B12-Vitamine als Keimpulver wie auch als liposomales Produkt im Komplex anbiete, zeige ich euch jetzt ganz genau. Schauen wir uns einmal die B12-Versorgung in Deutschland an. Bei jungen Menschen circa 5 bis 7% weisen einen Mangel auf und bei Älteren bis zu 30% weisen einen B12-Mangel auf. Das viel akutere Problem ist aber sicherlich nicht der B12-Mangel, der so herrscht in unserer Gesellschaft, sondern mittlerweile das Folat, das Vitamin B9. Die Angaben schwanken von je nach Quelle oder von Jahr, wo es gemessen worden ist, diese Statistik. Zwischen 50, sogar bis zu 90% weisen eine unzureichende Versorgung auf von Vitamin B9, das heißt Folsäure slash Folat. Und auch B6 wird ein Teil der Bevölkerung sicherlich nicht suffizient decken. Und das sehen wir auch hier. Und das gilt auch für viele weitere Vitamine. Und die Mängel ist bereits laut DGE-Standards hier gemessen. Meine persönliche Meinung ist ohnehin, dass diese viel zu gering angesetzt sind. Und selbst da weisen wir eine nicht suffiziente Deckung dieser Vitamine auf der gesamten Bevölkerung. Doch wieso hängt B12 und Folat und B6 miteinander überhaupt zusammen? Der B12-Wert im Labor ist nur begrenzt aussagekräftig, denn damit das B12 richtig seine Arbeit verrichten kann, braucht es noch andere B-Vitamine. Ein typisches Szenario ist jenes: Jemand hat viel Vitamin B12, aber trotzdem einen hohen Homocysteinspiegel, dazu gleich mehr. Das heißt, das B12 ist zwar da, kann aber seine Arbeit trotzdem nicht verrichten für seinen Körper, da ihm für das B12 das Werkzeug fehlt und das ist das Folat. Jetzt fragen sich viele: Homocystein, wie bitte? Ich erkläre es euch. Als erstes geht es hier um die Methylierung. Eine Methylgruppe sieht folgendermaßen aus. Die sehen wir einmal hier: ein Kohlenstoff mit drei Wasserstoffen. Methylgruppen sind biologisch An- und Ausschalter. Sie schalten die Genexpression an, also was gebaut werden soll bei dir im Körper, schalten enzymatische Reaktionen ab, aktivieren Serotonin, man fühlt sich wohl, deaktivieren Entzündungsprozesse, schützen damit vor chronischen degenerativen Krankheiten und Autoimmunreaktionen, aktivieren Melatonin für erholsamen Schlaf und als sehr starkes Antioxidant vor allen Dingen, verwandeln fettlösliche Toxine in wasserlösliche, so da kann der Körper sie leichter ausscheiden, aktivieren und deaktivieren diverse weitere Neurotransmitter für ein psychisches Gleichgewicht, bewirken die Reparatur von Gewebe, Heilung, schalten notwendige Stressreaktionen an und rechtzeitig wieder aus, bevor gesunde Zellen dadurch geschädigt werden. Mein lieber Scholli, wer hätte das gedacht, wie wichtig die Methylierung doch bei uns im Körper ist? Alle wichtigen Prozesse des Körpers, die für die Gesunderhaltung deines Körpers ist, werden durch Methylierung gesteuert. Sind nicht genügend Methylgruppen vorhanden, kann der Körper nicht mehr funktionieren und sich steuern. Der Mensch gerät aus dem Gleichgewicht. Was haben wir hier gelernt? Methylgruppen bzw. Moleküle, die Gene übertragen, sind von tragender Bedeutung für unsere Gesundheit und dienen als eine An- und Ausschaltknopf für gesunde oder schlechte Reaktionen in deinem Körper. Ein Methylgruppenspender ist das 5-Methyl-Tetrahydrofolat. Und hier steckt der Name schon drin: Folat, Vitamin B9.
Also spielt das Folat bei uns im Körper eine entscheidende Rolle bei der Methylgruppenübertragung. Doch wo ist der Zusammenhang zum Vitamin B12? Folgendes Beispiel. Unser Planet leidet sehr stark unter der Umweltverschmutzung, da unsere Recyclingmaßnahmen nicht suffizient greifen und somit der Planet von nicht wiederverwendbaren Müll erstickt. Genau das gleiche passiert bei uns im Körper. Wenn der Körper bestimmte Moleküle, Stoffe, essentielle Stoffe zugeführt bekommt, zum Beispiel Aminosäuren oder auch B12, nimmt der Körper es nicht und entsorgt es danach sofort wieder, sondern für sehr viele Moleküle, die sehr wichtig und essentiell sind, zum Beispiel auch Glutathion, gibt es Regenerationsmaßnahmen, da es für den Körper einfacher ist, diese zu regenerieren, als zu entsorgen und neu zu bilden. Der Körper sucht sich immer den energietiefsten Zustand aus. Das kommt von der Chemie. Das strebt jedes Atom und Molekül an. Wasser ist energetisch tiefer liegend als Wasserstoffperoxid. Deshalb zerfällt Wasserstoffperoxid zu Wasser unter Abspaltung von Sauerstoff. Keine Sorge, wir kommen gleich zum B12. Es ist aber wichtig, dass ihr den Anfang versteht. Los geht's. Von besonderer Bedeutung, sowohl für den Stoffwechsel des Menschen als auch für den klinischen Alltag, ist der Abbau von Methionin. Erstens. Die mit der Nahrung aufgenommene essentielle Aminosäure Methionin wird unter Beteiligung von ATP zu S-Adenosyl-Methionin abgebaut. Zweitens, infolge der Abspaltung der Methylgruppe, die von der Methyltransferase aufgenommen und auf andere Substrate übertragen wird, entsteht aus Adenosyl-Methionin das Zwischenprodukt Adenosyl-Homozystein. Drittens, das durch Hydrolase zu Homozystein und Adenosin hydrolysiert wird. Warum passiert das so? Warum gibt es so viel Abbauprozesse? Und warum stoppt es nicht schon beim Adenosyl-Homozystein? Folgender Grund. Da Adenosyl-Homozystein Methylierungsvorgänge bei dir im Körper hemmt, ist sein Abbau zu Homozystein dringend notwendig, um Methylierungsreaktionen aufrechterhalten zu können, da wir ja gelernt haben, wofür die überhaupt alle notwendig waren. Das war ja wirklich enorm. So, zusammenfassend. Bei dem Abbau der Aminosäure Methionin, die essentiell ist für unseren Körper und die er so ungern abgibt bzw. wegwirft und gerne wieder regeneriert, entsteht Adenosyl-Homozystein, welches aber Methylierungsvorgänge hemmt und damit extrem schädlich ist. Daher macht der Körper daraus Homozystein, welches aber ebenfalls sehr schädlich ist für uns. Es gibt einige Meta-Analysen und jene von diesem Jahr zum Beispiel. Die Meta-Analyse ergab, dass ischämische Schlaganfallpatienten in China signifikant höhere Homozysteinspiegel aufwiesen als die Kontrollgruppe, was darauf hindeutete, dass der Serum-Homozysteinspiegel ein Risikofaktor für den ischämischen Schlaganfall in China sein könnte. Oder auch eine andere Meta-Analyse zeigte ungleichgemäße Herzmuskelkontraktionen korrelierend mit hohen Homozysteinwerten. Das hängt damit zusammen, dass Homozystein durch Carboxymethylierungshemmung deinen Körper daran hindert, seine Arterienwände, die von Radikalen beschädigt wurden, was immer mal wieder passiert, wieder aufzubauen. Wie werden wir dieses Homozystein wieder los? Und jetzt kommt die B-Vitamine ins Spiel, indem wir sie wieder regenerieren. Das Homozystein soll regeneriert werden, wieder zu Methionin, das heißt auch wieder remethyliert einfacher. Wie geht das mit Vitamin B12 und Vitamin B9, Folat? Ja, beides ist sehr wichtig. Das heißt, wir gehen den gesamten Vorgang des Methioninsabbau wieder rückwärts. Doch dabei werden jetzt die gleichen Reaktionspartner zwar gebraucht, aber andere Arbeiter mit anderen Ausbildungen. Das heißt, wir haben ja vorher aus Adenosyl-Homozystein, ja, wird jetzt Homozystein. Ne? Und jetzt wird aus Homozystein Adenosyl-Homozystein, aber mit Hilfe der Vitamin B12-abhängigen Methionin-Synthase wird jetzt Adenosyl-Methionin. Die Methylgruppe wird von 5-Methyl Tetrahydrofolat geliefert, das die Methylgruppe auf das Vitamin B12, Cobalamin, überträgt. Beladen mit Methylcobalamin transportiert die Methionin-Synthase, die ja auch B12 abhängig ist, die Methylgruppe auf Adenosyl-Homozystein, wodurch Adenosyl-Methionin synthesiert wird. Aus Adenosyl-Methionin kann schließlich wieder Methionin freigesetzt werden. Tada!
Also fassen wir zusammen. Unser Körper regeneriert gerne essentielle Moleküle, vor allem Methionin. Denn beim Abbau entstehen zwei Moleküle, die verheerende gesundheitliche Probleme mit sich bringen in höheren Konzentrationen. Zu einem Adenosylhomozystein, was Methylierung hemmt, und Homozystein, was Herz-Kreislauf-Erkrankung fördert. Daher brauchen wir unter anderem B12, und das B12 braucht dann Vitamin B9, das Folat, was ihr ja dementsprechend die Methylgruppe liefert. Denn ohne das Folat, welches die Methylgruppe spendet, um aufs Homozystein wieder Methionin zu machen, kann das B12 gar nicht wirken. Wozu brauchen wir jetzt B6? Es gibt noch einen weiteren Weg, mit Hilfe von B6 das Homozystein wieder loszuwerden. Diese Reaktion heißt Transsulfatierung, in dem B6 zusammen mit B12 eine entscheidende Rolle spielt für die Enzyme. Das Produkt ist Succinyl-CoA, welches in den Energiestoffwechsel eingeschleust werden kann und zur ATP-Generierung beiträgt. Dies erkläre ich aber in einem anderen Video. Endfazit. Ist Methionin schlecht, weil es schlechte Endprodukte hat? Nein. Wenn der Körper genügend B6, B12 und B9 hat, kann das schädliche Homozystein, was ja negativ auf seine Arterien auswirkt und damit Herz-Kreislauf und sogar bis zum Schlaganfall führen kann, oder Adenosylhomozystein, welches Methylierung hemmt, und schnell wieder umwandeln in Methionin mit der Hilfe von Folat oder mit B6 mit der Hilfe zu Succinyl-CoA. Wichtig, B12 immer auch den Homozysteinspiegel messen lassen, denn dieser gibt Aufschluss, ob man auch wirklich genügend B6 und B9 im gleichen Verhältnis auch da hat, damit das B12 auch wirken kann bei dir. Hohe B12-Spiegel machen es nicht allein. Wichtig, B12 immer mit B9 und B6 kombinieren oder auf eine ausreichende Versorgung in der Ernährung dieser Gesamtpaket B-Vitamine achten. Quellen wären da zum Beispiel auch Innereien für das B12 und grünblättriges Gemüse für das Folat und B6. Dankeschön fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt auf purazell.de. Dort findet ihr ebenfalls auch meine eigenen kreierten B-Komplexe, wer es mal testen möchte. Dankeschön für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Den Daumen nicht vergessen und schnell noch ein Abo dalassen. Ciao.